Hallo liebe Film- und Sammlerfreunde, ich grüße euch an diesem schönen Sonntagmorgen mit einem schnellen Unboxing-Video. Ich habe mir bei Zavi das Zavi-exklusive Steelbook zu Escape Plane bestellt, aus dem einfachen Grund, weil ich mir so ein Steelbook-Rahmen bestellt habe. Und bei einer Bestellung vom Steelbook gab es da, glaube ich, noch 6 Euro Rabatt. Das Steelbook hat, wie gesagt, 7 Euro ungefähr gekostet und da habe ich das noch mit eingetütet. Vom Film selbst habe ich hier, wie ihr seht, schon die Emery und vor allen Dingen der Grund, warum ich mir das Steelbook gekauft habe. Ich habe dieses, ich glaube, französische Steelbook eigentlich schon in der Sammlung. Das gefällt mir aber jetzt überhaupt nicht mehr aufgrund hier des schwarzen Balken mit dem Blu-ray-DVD-Logo und so weiter. Auch der französische Titel sagt mir überhaupt nicht mehr zu. Deswegen habe ich mir jetzt das hier bei Zavi geholt. Ist natürlich auch mit diesem Artwork-Style gewöhnungsbedürftig, aber ich habe schon das ein oder andere Steelbook in diesem Style und daher macht mir das persönlich jetzt nichts aus. Das Ganze kommt hier in diesem Viertelschuber. Der Ganze sieht so aus. Deutscher Ton dürfte da auch nicht drauf sein, das ist mir aber wie gesagt egal. Das Steelbook seht ihr hier, das ist so, ja, ich würde es jetzt mal als matt bezeichnen mit so einer ganz dünnen laminierten Klebefolie drauf, die so ein bisschen ein paar Glanzeffekte dann hier hervorruft. Wir sehen hier Stallone, Schwarzenegger, ebenso die Augen von Schwarzenegger und Stallone. Und auf der Rückseite haben wir dann das hier nochmal drauf. Also ein Schönheitspreis wird es jetzt nicht unbedingt gewinnen, sage ich mal, aber es gibt auch weitaus schlimmere. Mir gefällt, sage ich mal, so Note 3 würde ich jetzt mal geben, ne? Ein guter Durchschnitt für 7 Euro vor allen Dingen kann man da überhaupt nicht meckern. Im Inneren ist natürlich recht spärlich gehalten, wie wir jetzt hier sehen. No one breaks out alone. Haben wir hier auf der Seite den Schriftzug. Und hier haben wir eigentlich auch nur wieder diese Skizzen im Hintergrund, wahrscheinlich was die Baupläne des Gefängnisses zeigen sollen. Dementsprechend. Jetzt zum Wachwerden ging das hier ganz schnell. Falls ihr Bock habt, schaut mal heute Abend nochmal auf meinem Kanal rein. Da gibt es den allerletzten Vlog aber wirklich auf meinem Kanal. Es gibt einiges zu besprechen, einiges zu erzählen aus den letzten Tagen, in denen ich mich ja kaum noch zu Wort gemeldet habe. Deswegen erstmal jetzt viel Spaß noch in die nächsten Stunden an diesem heutigen Sonntag und heute Abend, wie gesagt, abonniert mal den Kanal. Aktiviert die Glocke und ihr verpasst den Vlog nicht. Macht's gut, meine Freunde, erstmal. Bis später. Ciao, ciao.